Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 5050. Jo Leute, heute geht's um eure Bäuche. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Also unser Thema heißt Geschichten rund um den Bauch. Ich möchte mich gerne mit euch unterhalten über Krankheiten, die den Bauch betreffen, die man im Bauchraum kriegen kann. Vielleicht über Schönheitsoperationen, über Bauchsex oder Sexualität und Bauch, über ja, Schmetterlinge im Bauch vielleicht auch, über Schwangerschaften, über Blähungen, ich weiß nicht was. Alles, was irgendwie mit dem Bauch zu tun hat. Das ist unser Thema heute Nacht. Wir sind jetzt hier erstmal ausschließlich im Radio und ungefähr um 13 Minuten nach kommt das WDR-Fernsehen auch zu uns. Erste Anruferin ist Erika und Erika ist 60 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Hallo Domian. Ja, Erika, schön, dass du da bist. Ja. Zum Thema Bauch. Auch. Ich habe schon so oft angerufen, und aber heute hat es geklappt. Super. Und zwar ist bei mir der Bauch ein ganz tolles Gerät. Aber das ist deshalb, weil ich meinen Enkel über eine Bauchfelldialyse so lange am Leben erhalten habe, bis er jetzt eine Spenderniere bekommen hat vor 4 Jahren. Das hört sich schlimm an, aber es ist... Was ist denn eine Bauchfelldialyse? Ja. Ich habe mir gedacht, dass das viele Leute nicht wissen. Ich habe zu meinem Mann gesagt, soll ich überhaupt Bauchfelldialyse schreiben, weil ich habe gemailt. Ja. Ja, sagt er, sicher. Ja, ich sage, die wissen gar nicht, was das ist. Erklär's uns. Ja, und zwar ist es so, dass die meisten, das davon weißt du, wenn man die Nieren nicht mehr, wenn die Nieren versagen, dann muss man zur Blutwäsche gehen. Ja. Und weil unser Junge, der war erst 10 Jahre alt, als er die Nieren verloren hat, durch eine Krankheit. Ja. Und die Nieren? Die Nieren, beide Nieren haben die Arbeit aufgegeben. Ja. Und dann macht man das Darf gerne. Darf ich kurz fragen, zehnjähriges Kind, was für eine Krankheit war das? Ja, das ist also scheinbar erblich bedingt. Seine Mutter, der ist also schon als Frühchen auf die Welt gekommen. Ja. Seine Mutter war auch dialysepflichtig. Halbes Jahr, nachdem der Junge auf die Welt kam, musste sie auch eine Dialyse. Ja. Und hat... dann später, ein Jahr später, eine Niere bekommen. Und der Junge ist aber toll aufgewachsen, war gesund und munter und alles war super. Wir haben ihn oft untersuchen lassen. Es war überhaupt nicht zu erkennen, dass er auch die gleiche Krankheit seiner Mutter hatte. Mhm. Also eine erblich bedingte Geschichte. Obwohl man es erst gesagt hat, als sie schwanger war, nein, das kann nicht sein, der kann das nicht erben. Aber es hat sich dann herausgestellt. Hat sich leider so herausgestellt. So, dann leider mit 10 Jahren hat er beide Nieren verloren. Ja, und dann operiert man den Kindern einen Schlauch im Bauch rein. Mhm. Der endet dann draußen. Ist dann so ein Schlauch von 50 Zentimeter, der draußen am Bauch rumbammelt. Immer. Mhm. Und der wird dann steril verbunden, zugemacht. Ja. Und alle 4 Stunden muss ein Glukosemittel, das wird angewärmt, wird dann ganz alles, man muss sich vermummen, alles steril, Fenster zu und alles, damit keine Bakterien bei der Öffnung des Bauches nicht keine Bakterien da reinkommen, muss man die Schläuche verbinden, den Schlauch vom Glukose und den Schlauch, den er im Bauch hat. Mhm. Und dann muss man die Glukose 1200 Milliliter im Bauch einfüllen. Ja. Dann wird das gefiltert, dann wird es dann alles zugemacht und nach 4 Stunden muss man das. Ach Gott, was für eine Prozedur. Alle 4 Stunden musste das Kind das dann mitmachen. Alle 4 Stunden musste der Junge zu Hause diese Prozedur über sich ergehen lassen. Vorm Schulanfang schnell und dann nach der Schule sofort. Dann haben wir das schon angewärmt, mein Mann und ich. Da muss man eingewiesen werden, man muss das lernen im Krankenhaus. Wir waren selber eine Woche im Krankenhaus. Wie lange hat er das mitmachen müssen? Der hat ein ganzes Jahr lang. So, und dann kam irgendwann diese Bauchfelldialyse ins Spiel, oder wie?
Ja, nein, das haben wir ein ganzes Jahr lang gemacht, diese Bauchfelldialyse. Ach, das nennt man Bauchfelldialyse. Das nennt man Bauchfelldialyse. Ach so. Ach so. Weil jeden Tag normalerweise muss man die Niere ja entgiften durch Urin. Ja. Nee, weißt du, warum das Missverständnis gerade kam? Hm? Weil ich irgendwie verstanden habe, du hast ihn mit deinem Bauch irgendwie. Nein. Sein eigener Bauch. Dann ist alles klar. Sein eigener Bauch hat diese Dialyse immer machen müssen. Ja. Und dann, wie gesagt, war nach einem Jahr, hat sich aber leider herausgestellt, dass das Bauchfell das auch alles nicht mehr geschafft hat. Mhm. Dann hätte ihn man normalerweise dialysieren müssen wie alle zwei Tage. Mit so einer Maschine. Mit der Maschine. Mhm. Ne? Also so hat das Bauchfell quasi die Filterfunktion übernommen, der Niere? Ja. Ach, das habe ich auch noch wirklich nie gehört. Ja, das wissen viele nicht. Mhm. Aber das ist die bessere Variante für Kinder, weil die dann nicht immer angestochen werden müssen und heulen und hier und da. Und so am Schlauch merkte er das nicht. Und dann gab es irgendwann die erhoffte Spenderniere. Dann gab es einen Anruf mitten in der Nacht und dann war es soweit, dass man sagte, so, es ist eine Niere da. Mhm. Und was meinst du, was unser Kleiner gesagt hat? Na? Ach, Oma, jetzt musste für mich einer sterben. Ach, wie süß. Ich sag, Junge, Remo, es musste doch keiner für dich sterben. Der jemand ist auch gestorben und der hatte genauso einen Ausweis wie ich in der Brieftasche. Ja, ja. Für alle Fälle. Aber kann man, was für ein toller Junge. Ne? Also für mich. Dass er nicht zuerst gesagt hat, oh, super und toll, endlich keine... Gar nichts. Dann er hat sofort... Erstmal an den anderen gedacht. Er war am Zittern, saß am Bett, Oma, jetzt musste für mich einer sterben. Mhm. Ich sag, Schatz, nee, ist nicht für dich gestorben. Ich sag, sei froh, dass es so Leute gibt, die das machen. Ja. Und deshalb, ich hatte letztes Mal so angerufen, um die Leute darauf aufmerksam zu machen. Macht einen Spender aus. Wichtig, das sage ich auch immer wieder, auf jeden Fall. Jetzt erzähl mal weiter. Ist die Operation gut gelaufen? Also erst wollte ich nicht so richtig. Mhm. Aber dann ist die Operation ganz super verlaufen. Er sagt, seit 1999 lebt er mit einer fremden Niere. Und kann ganz normal leben, spielen. Pass auf, das ist auch das, was in deiner Sendung auch schon mal eine Frau hatte, auch schon mal eine Niere bekommen. Ein junges Mädchen, glaube ich, von einem jungen Mann, der erzählte, meine Freundin ist jetzt operiert worden, die hat eine Niere. Und die kann dann jetzt wieder so leben. Das wusste er dann nicht. Das kann nicht so sein. Weil die müssen ein ganzes Leben lang Medikamente nehmen. Mhm. Ein ganzes Leben lang Kortison. Aber dennoch ist es natürlich einfacher als alles andere, was vorher war. Ne? Also es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist erstmal so. Das muss man sagen, es ist wie Tag und Nacht. Der Junge kann, der setzt sich mit mir, ein halbes Jahr nachdem er die Niere hat, sitzen wir im Garten und er sagt ja, trink Kakao, was er nie durfte, bei der Dialyse durfte er kein Obst essen, kein Kakao trinken, keine Fette zu sich nehmen, weil das musste ja alles wieder ausgefiltert werden und das war also ganz schrecklich. Sitzt er bei mir und guckt ihn hin und sagt, ach Oma, ist das Leben schön. Also, was für ein netter Kerl. Und das von so einem Junge, der so 10 Jahre alt ist, Wahnsinn. Den Kakao und den Kuchen, den er den kann er so schätzen, ne? Also, Erika, jetzt haben wir gelernt, was eine Bauchfelldialyse ist. Und das gehört wirklich toll zu unserem Thema. Passt wunderbar dazu. Ja. Du grüßt den kleinen Mann herzlich von mir. Und dir, deiner Familie, euch allen alles Gute. Ja, danke schön. Tschüss, Erika. Auch. Tschüss. Ja, Geschichten rund um den Bauch heißt unser Thema. Willi ist hier. Willi ist 70. Hallo, Jürgen. Ja, hallo, Willi. Hörst du mich? Sehr gut. Ja. Auch zum Thema Bauch. Ja, ich bin ein Bauchgeschädigter. Inwiefern? Aus gewissen Gründen, aus Schmerzgründen sind mir Tabletten, verschiedene Medikamente verschrieben worden. Und ich habe nie auf den Beipackzettel geguckt, weil meine Ärzte genau wussten, ich darf nichts, was abhängig macht, übernehmen, weil ich einen Tablettenentzug hinter mir habe. Ne? Ja. Und 2 Jahre fresse ich auf Deutsch gesagt diese Tabletten. Und seitdem nehme ich auch kontinuierlich zu. Mhm. Ich habe mein Idealgewicht, ich war 75, 80 Kilo. Ich habe 104. Ja, weswegen hast du denn die Tabletten nehmen müssen? Ich leide jetzt schon ewig unter Kopfschmerzen und das alles Mögliche versucht worden mit Akupunkturen, mit Schröpftherapie, mit Bioresonanz, mit alles, was der Herrgott geschaffen hat. Ja. Ich habe bei meiner Röhre gelegen. Es ist nicht zu ergründen, es ist auch keine Migräne gewesen. Ja. Und dann bin ich in die Schmerztherapie gegangen vor ein paar Jahren hier in Essen. Ja. Und dort hat man mir dann schwerere Kaliber verschrieben. Mal dies, mal das. Man hat wechselhaft miteinander versucht, mir zu helfen. Was haben denn die Tabletten jetzt angerichtet? Die haben Folgendes angerichtet, dass ich
komischerweise nur am Bauch zunehme. In dem Beipackzettel, den ich jetzt vor kurzem gelesen habe, steht dann drin Gewichtszunahme. Da steht im Beipackzettel drin. Und dann habe ich die abgesetzt, 3 Tage, wieder richtig das große Flattern. Ja. Da waren die auch, war ich auch schon abhängig drauf, obwohl das gar nicht, die ich gar nicht haben durfte. Ja. Und das eine Medikament ist Codein, das ist schon Morphiumbasis. Mhm. Und also lass mich fragen, also die Nebenwirkung jetzt von diesem Medikament ist, dass du nur am Bauch zunimmst? Eigenartigerweise, ich habe 115 Bauchumfang. Das heißt, du siehst wahrscheinlich ganz sonderbar aus. Oben normal und am Bauch dann... Genau. Und das ist nachweislich jetzt wirklich auf das Medikament zurückzuführen. Ich nehme das doch an. Hat der Arzt das gesagt? Nein, der Arzt kann sich auch kein Reim draus machen. Aha, es ist eine Vermutung. Es ist eine Vermutung. Ich war auch bei der Krankenkasse gewesen. Ja. Und habe versucht, dass man mir da weiterhilft. Und da haben mir gesagt, wenn ich zu viel esse oder Fett oder Süß oder Alkohol oder gar nichts davon, ne? Im Gegenteil, ich habe es noch reduziert. Ich lebe wie eh und je und nehme zu und nur am Bauch. Also so richtig glauben die dir das nicht, vermutlich. Na, ich weiß auch nicht, Jürgen. Aber du musst die Tabletten auf jeden Fall weiternehmen, sonst... Sonst riecht der große Rappel und dann kriege ich Entzugserscheinungen von diesen Tabletten. Ja. Das ist auch ein starkes Schmerzmittel. Ja. Nämlich statt 25 Milligramm ist schon so, ich nehme 75 zweimal am Tag. Ja, wie viel wiegst du denn im Moment? 104 Kilo. Ja. Statt 75. Ja. Könnte ein bisschen weniger sein, ne? Ja, das ist viel zu viel für mich. Habe ich noch nie gehört, dass auch ein Medikament eine Nebenwirkung hat, dass man nur am Bauch zunimmt. Ja. Keine Ahnung. Vielleicht hört uns jemand zu, der Ahnung hat davon. Das wäre für dich ja hilfreich. Na sicher. Der könnte uns, oder diejenige könnte uns anrufen oder mailen unter domian@wdr.de und wir würden es an dich weiterreichen. Ja, das wäre schön. Ne? Könnte ja sein, dass jemand irgendwie sagt, Mensch, sowas ähnliches habe ich auch schon mal gehabt, es liegt da und da und daran. Ne? Ja. Also, wenn da irgendwie sowas bei uns reintrudelt, geben wir dir Bescheid. Vielleicht können wir dir so ein kleines bisschen behilflich sein, Willi. Guck mal, aus diesem Grund, mit der Gewichtszunahme ist vor einem Jahr, vor 2 Jahren fing das Gewicht zudem an, meine Dinge ist kaputt gegangen, meine Beziehung, ich lebe wieder alleine. Ja. Und ich will da langsam was dran tun. Verstehe. Kotzt mich auf Deutsch an, ich gehe im Laden rein, kaufe XXL und dann geht den Knopf noch nicht zu. Ja, verstehe. Also muss was geschehen. Das ist aber 1,10 Meter Umfang, 1,15. Also Willi, ich verspreche dir, wenn was reinkommt, kriegst du es so schnell wie möglich zugeschickt. Ja. Und drücken wir die Daumen, dass sich jemand meldet. Ja, okay. Meine Adresse? Wir haben die Telefonnummer und dann rufen wir dich vorher an wegen der Adresse. Das ist nett. Alles Gute. Jo. Tschüss. So, meine Lieben, jetzt machen wir ein bisschen Musik, bis das Fernsehen sich zuschaltet und dann geht's mit unserem Bauchthema dann auch gleich weiter. So, ihr lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live-Talk-Radio. Um eure Bäuche oder um die Bäuche von anderen Leuten geht es heute Nacht. Unser Thema heißt Geschichten rund um den Bauch. Ich möchte gerne mit euch reden über... Irgendwas fiepst hier?
Das kriegen wir schon in den Griff. Ich möchte gerne mit euch reden über vielleicht Krankheitsgeschichten, die mit dem Bauch zu tun haben, über Schönheitsoperationen am Bauch, über Sexualität, die mit Bauch oder mit Bauch und Bäuchen etwas zu tun hat, über Schwangerschaften, über Blähungen. Ich weiß nicht. Es gibt eine ganze Menge, was sich ja alles so um den Bauch ranken könnte an Geschichten und an Vorkommnissen. Ich höre hier immer zu was piepsen. Ich hoffe, dass das nichts Schlimmes ist. Als wäre das Mikrofon hier kaputt. Egal. Also, wenn ihr mit mir über dieses Thema sprechen wollt, Geschichten rund um den Bauch, Telefonnummer 0800 220 5050 oder Faxnummer 0800 220 5051 oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Sabine, 34 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Sabine. Eine Bauchgeschichte. Ja, meine extreme Bauchgeschichte, ja. Ich bin gespannt. Ja, wo soll ich jetzt anfangen? Also angefangen hat es eigentlich so in meiner Kindheit. Es war halt so, dass es bei mir nicht so toll lief. Mhm. Mein Stiefvater, also meine Eltern, die hatten damals ein Restaurant, ein ziemlich gutes Restaurant. Und mein Stiefvater mochte mich halt nicht so dolle. Mhm. Und es gab für mich dann nicht so wie für meinen Bruder oder so das Essen, so wie man sich das vorstellt. Frisch gekocht und aufgetischt, sondern ich bekam das, was die Gäste auf den Tellern zurückgehen ließen. Ich durfte auch in der Küche nur putzen, also ich durfte mir nicht irgendwie mal was nehmen. Also er hat mich einmal erwischt, da habe ich mir ein Stück von dem Schinken abgeschnitten und da hat er mich also fast tot geprügelt. Konnte dann auch oft, also wirklich Wochen nicht in die Schule gehen. Und es war dann so, dass ich mit 11 Jahren bin ich weggeholt worden von meiner Oma. Und weil der wollte mich halt umbringen. Und meine Oma, die hat dann halt alles gut machen wollen. Und ja, hat mir halt jeder Tages- und Nachtzeit alles gekocht und gemacht, was ich wollte. Und das ging natürlich tierisch auf die Figur. Das war klar. Und ja, seit ich 11, 12 bin, habe ich halt Probleme. Mit dem Gewicht? Ja, und mit dem Bauchumfang. Ja, weil ich halt auch, für mich ist Essen halt was anderes als für normale Leute. Ja. Also ich verbinde Essen mit, ich habe mir als Kind immer geschworen, erstmal du wirst keine 20, das war ganz wichtig. Und wenn du mal eine eigene Wohnung haben sollst. Wie, du wirst keine 20? 20 war für mich so das magische Jahr. Ich habe gedacht, davor kannst du noch so ein bisschen Disco, ein bisschen Drogen und so. Ach so, dann wolltest du sterben. Und dann wollte ich sterben, ja. Mhm, ja. Jetzt sage ich 40, weil ich muss mich ja immer erweitern. Und wie schwer bist du jetzt? Ich bin jetzt 1,69 groß und wiege zwischen 180 und 190 Kilo. 180, 190 Kilo? Ja, und ich kann nicht mehr laufen. Also ich war noch nie mit meinem Euro in der Stadt einkaufen. Ach. Ich habe einen Zivi, der geht für mich mittwochs, also respektive gestern, einkaufen. Mit meiner Einkaufsliste. Ja. Ich habe mir also noch nie in der Stadt irgendwas Schönes gekauft oder so. Ich war noch nie mit dem Euro draußen. Ich habe keine Ahnung, wie es dort aussieht mehr. Und das heißt aber, in der Wohnung kannst du dich noch bewegen? Ja, so kurze Strecken ist schon okay. Ja. Aber ich habe eben schon deinem Mitarbeiter erzählt, also wenn ich jetzt zum Beispiel in der Küche was Längeres habe, zum Beispiel, was weiß ich, sagen wir, der Kaffee ist alle und ich muss den Kaffee nachkippen ins Kaffeeglas oder so. Da wird es schon schwierig. Ja. Also dann muss ich mich schon danach eine halbe Stunde hinsetzen, weil das mein Kreuz und meine Gelenke einfach, speziell Hüften, die machen das einfach nicht mehr mit. Das ist ja wirklich eine verrückte Geschichte. Es fing damit an, dass man dir nur die Reste von den Tellern gegeben hat. Ja. Und da warst du wahrscheinlich auch noch froh, weil du Hunger hattest. Genau. Das war richtig, der hat dich so kurz gehalten, hat dich hungern lassen, ne? So kann man sagen. Ja. Das war der Vater. Und jetzt ist das umgeschlagen in dieses Extrem, auf die extreme andere Seite und du wiegst 190 Kilo. Hast du schon oft oder massiv etwas dagegen unternommen? Ja, ich habe, als ich 15, 16 war, habe ich einmal 35 Kilo abgenommen in einem halben Jahr. Ja. Ich habe dann in meiner Spät-Teenager-Zeit habe ich mein Gewicht gut gehalten und habe mich auch sehr, sehr wohl gefühlt. Da hatte ich immer so zwischen 75 und 80 Ach. Kilo. Da war ich also auch sehr anziehend fürs andere Geschlecht. Ja. Das merkt man ja. Ja.
und habe mich, also wie gesagt, ich hatte immer einen sehr flachen Bauch zu der Zeit und habe halt ein Kreuz und habe halt einen großen Vorbauch und einen Hintern. Jetzt bist du 34. Jetzt bin ich 34. Ab wann wurde es dann unansehnlicher, sage ich mal, was den Bauch und überhaupt alles betrifft? Ja, das erste Mal war natürlich die Schwangerschaft, ne? Ah ja. Da warst du wie alt? Wie bitte? Da warst du wie alt? Ich war 19, als ich schwanger wurde. Ah, ja. Ich habe mit 20 entbunden. Mhm. Und kann man sagen, dass es von da an dann immer schlimmer wurde und sich weiterentwickelt hat. Du hast eine Familie. Jetzt. Ja. Ja. Also ein Kind gibt es ja, hast du gerade erzählt. Ja. Wo ist das Kind? Nicht bei mir. Nicht bei dir, sondern? Bei meiner Mutter. Ah ja. Und der Mann? Von dem bin ich weg, da war ich im vierten Monat schwanger. Ach so, das heißt, du lebst eigentlich jetzt ganz alleine. Ja. Du lebst alleine. Nun heißt unser Thema ja Geschichten rund um den Bauch. Kannst du uns bei deinem Gewicht mal den Bauch beschreiben, wie der aussieht? Oh mein Gott, da gucke ich gar nicht hin. Ich gucke mir schon nicht ins Gesicht. Da gucke ich gar nicht hin. Ehrlich, du guckst nicht hin? Gottes Willen, wenn jemand kommt mit dem Fotoapparat, da bin ich also Meilen weg. Also das. Aber du musst dich doch mal waschen oder du gehst auf die Toilette, dann siehst du es doch. Nö, es gibt ja, man kann sich vorher betäuben, man kann sich ablenken. Wie, man kann sich vorher betäuben, bevor man zur Toilette geht? Ich muss sehr viele Medikamente schlucken, ja. Darunter auch starke Psychopharmaka. Ach so, meinst du das? Mhm. Und ich kann halt auch sehr lange einhalten, durch meinen Beruf habe ich das gelernt. Und das Duschen, das ist halt... Moment, wie durch deinen Beruf hast du es gelernt, es einzuhalten, auf die Toilette zu gehen? Ja. Warum? Inwiefern? Ich habe damals Friseurin gelernt. Ja. Und ja, ich meine, wenn man jetzt 3-4 Kunden da sitzen hat mit Farbe und Dauerwelle auf dem Kopf, dann kann man nicht auf Toilette gehen. Ja, so verrückt ist das, dass du jetzt, obwohl du allein zu Hause bist, ganz für dich, dass du versuchst, den Toilettenbesuch zu verzögern, damit du gar nicht da mit unten und all dem konfrontiert bist? Ja, auf jeden Fall. Ach. Hm. Deswegen, ich habe auch zum Beispiel eine Krankheit irgendwo im Bauch, eine ziemlich schlimme, die mich also jetzt schon ein paar Mal ins Krankenhaus gezwungen hat, also wo ich wirklich Koliken hatte, wo ich nur noch sterben wollte. Mhm. Die haben also auch Schmerzmittel in mich reingepumpt und es hat nicht geholfen. Mhm. Es hat dann zuerst geheißen, ich hätte Gallensteine, es wären Gallenkoliken. Ja. Dann haben sie das wieder verworfen, hat es geheißen, es wäre was mit dem Magen. Dann habe ich mir von so einem Schlechter eine Magenspiegelung machen lassen. Ja. Der war in Ordnung. Und dann hat es geheißen, dann kann es eigentlich nur noch der Darm sein, sondern da kommt mir keiner hin. Oh. Und dann verrecke ich halt. Und deswegen jammer ich heute auch nicht mehr. Ich sag dann immer, okay. Und bist dann unbehandelt nach Hause gegangen, ja. Quasi wieder. Ja. Und ich merke halt jetzt, dass alles durcheinander ist. Also meine ganze Verdauung, die ist total... Deswegen, vorgestern hat diese Marie angerufen. Deswegen habe ich gestern angerufen, weil mich das so an mich erinnert hat. Dieses Mädel mit den Abführmitteln. Ja, ja, ja. Wie ist es denn? Wie viel isst du zurzeit noch? Also, wenn ich einen ganz normalen Tag habe, so wie du und wie alle anderen, esse ich so viel wie ihr. Und dann noch 100 Gramm. Wie kommt das, dass du dann so schwer bist? Ja, einfach durch die mangelnde Bewegung und durch diese Fressattacken, wenn es mir sehr schlecht geht. Also die gibt es zwischendurch dann eben auch noch, die Attacken? Ja, das zieht sich dann über den ganzen Tag. Also muss ich erst was Süßes essen. Mhm. Und 10 Minuten später habe ich dann tierisch Bock auf was Pikantes. Und wenn ich das nicht sofort kriege, wird mir totschlecht. Wie oft gibt es denn diese Fressattacken? Das kommt immer drauf an, wie es geht. Einmal in der Woche? Jetzt im Moment habe ich zum Beispiel wieder Probleme mit meiner Mutter. Das ist natürlich besonders reizend, weil meine Tochter dort ist. Und dann habe ich das halt jetzt schon seit einer Woche ungefähr. Ach so, und dann haust du dir jeden Tag da wirklich, ich sage es mal ganz, ganz, ganz respektlos, die Wampe voll, bis es nicht mehr geht. Ja. Ja. Mhm. So, Sabine, 34 Jahre, habe ich gerade schon gesagt, zweimal ist dein Alter. Hast du dir denn nicht irgendein etwas vorgenommen, was du mit dir unternimmst? Weil du ja vermutlich sonst, wenn du nichts weiter tust, nicht mehr so sehr lange leben wirst. Ja, das haben mir die Ärzte halt auch schon prophezeit. Also es ist ja auch so, dass meine sämtlichen Organe, bis auf die Nieren, die sind hundertprozentig in Ordnung, aber alles andere macht halt nicht mehr so mit. Mhm. Lungen, Herz, Darm, Magen, ist alles irgendwo ein bisschen, Leber vor allen Dingen. Mhm. Ich wollte
eigentlich so eine Magenband-OP machen lassen. Ja. Das Problem ist nur, erstmal bei dieser OP weiß ich, dass ich mich ausziehen muss. Das ist ein ganz großes Problem für mich. Ja. Und dass die mich angucken. Ach, das ist doch egal. Und ich kann mir halt auch vorstellen, was die da reden. Also ich das ist dann auch egal. Mensch, es geht um deine, es geht um dein Leben, Sabine. Ja, das ist mir eigentlich schon immer scheißegal gewesen. Ja, das ist aber traurig, du hast ein Kind. Ja, aber ich kann ihr sowieso nichts bieten, nie mehr. Ich kann auch nicht mal mit ihr in den Zoo gehen oder irgendwas. Ja, aber vielleicht könntest du darauf hinarbeiten, dass du irgendwann Nein. mit ihr... Nein, es liegt ja, ich darf jetzt nicht über was anderes sprechen, weil es heißt ja rund um den Bauch. Aber da kommen noch andere Faktoren hinzu, die einiges, die es leichter... Dennoch mögen auch andere Faktoren hinzukommen. Geht es mir nicht in den Sinn, dass man sich da so aufgibt? Ja, aber ich müsste, wenn ich diese Magenband-OP machen lassen würde, müsste ich einmal in der Woche zu einer Ernährungsberatung und ein-, zweimal die Woche in Physiotherapie. Ja. Aber ich kann nicht raus. Ja, aber vielleicht wirst du dann raus können. Nee, weil ich doch Angst habe auch. Es geht ja nicht nur ums Nichtlaufen. Achso, das heißt, da ist auch noch eine Angstphobie da. Es ist eine Phobie da, es sind Depressionen da und ich bin Borderline-Patientin. Außerdem. Ich merke, also eine ganze Menge. Ja, so. Und ich habe überhaupt keinen Bock mehr. Das finde ich einen schlimmen Satz. Aber das übersteigt jetzt auch den Rahmen der Sendung, wo viel dazukommt. Darf ich dir denn noch ein Gespräch mit meinem Psychologen anbieten? Ach nö. Nö, das nicht. Du stirbst lieber. Ja, stimmt. Ich habe ja eine Psychologin, also ich gehe ja da leider dann auch hin. Ja, du kannst ja eben nicht hingehen. Ich fahre doch mit dem Taxi. Ach, du bewegst dich, weil du gerade sagst, du hast den Euro noch gar nicht ausgeben können. Ja, okay, ich war halt noch nie so in der Stadt und habe mir mal ein Buch gekauft. Verstehe. Oder mal eine CD, sowas meine ich, weißt du? Oder was zum Anziehen, so wie andere normale Leute. Gut, also du möchtest kein weiteres Gespräch haben. Ich habe es dir angeboten, aber ich respektiere das, wenn du es nicht möchtest. Und dann bleibt mir nur Gutes zu wünschen. Okay. Sabine, und das Gute meine ich jetzt nicht den Tod, sondern irgendwie etwas Positives in deinem Leben. Alles klar. Alles Liebe. Auf Wiederhören. Okay, auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. René, 23 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen. Geschichten rund um den Bauch ist unser Thema. Also ich habe ein ungewöhnliches Hobby. Ich tue Bäuche fotografieren. Du tust Bäuche fotografieren? Ja. Was für Bäuche? Eigentlich Männer, Frauen, schöne Bäuche. Also Männer, Frauen, das ist egal. Ja. Schöne Bäuche. Das heißt, es kann einem passieren, dass man in der Stadt irgendwo von dir angesprochen wird und du sagst, würden Sie mal bitte das Hemd hochheben, ich möchte Ihren Bauch fotografieren. Nee, direkt in der Stadt mache ich es nicht so gerne. Wo denn? Dass man sich dann nochmal mit den Leuten trifft oder so und das dann halt privat macht. Ach so, aber wie lernst du die Leute denn kennen? Sprichst du sie wirklich einfach so auf der Straße an? Ich glaube, wenn ich schaue mir die Leute erstmal ein bisschen an und spreche sie dann auch an. Aber ich würde dann, glaube ich, doch sehr belustigt oder vielleicht auch abweisend reagieren, wenn mich das jemand fragen würde. Wie reagieren die Leute? Also die meisten lachen ein bisschen und sagen nein. Und manche sind auch halt, reagieren da auch ziemlich sauer drauf. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber es bleibt dann doch so ein kleiner Prozentsatz, der dann sagt, okay, ich mach das. Ja. Ja? Ja, also ich mache das in der Woche ungefähr ein bis zweimal. Ja. Also am Wochenende meistens. Und dann sagst du zu den Leuten, ja, okay, dann kommen sie zu mir nach Hause. Ja. Ja, also du machst es bei dir? Machst du es bei dir oder bei den Leuten zu Hause? Also es kommt drauf an. Also meistens bei den Leuten selber und manchmal auch bei mir daheim oder bei meiner Freundin halt. Ja. Aber was bewegt denn jemanden dazu, dann da ja zu sagen und das mit sich machen zu lassen? Eine gute Frage, aber die meisten wollen das auch nicht, aber es gibt schon welche, die ja sagen. Ja gut, darüber reden wir jetzt. Die dann ja sagen, was bewegt die dazu? Ich weiß es nicht. Gut, ich biete auch denen manchmal Geld ein bisschen an, wenn der Bauch wirklich toll aussieht. Da wollte ich gerade auch hinaus, ob du die vielleicht auch so ein bisschen schmierst und sagst, hier, so und so viel Kohle und dann... Das kommt auch mal vor. Wie viel zahlst du denn für einen Bauch-Fotoschuss? Also, wenn der Bauch wirklich toll ist, dann schon mal 20, 30 Euro. Ah ja, so. Was ist denn jetzt wirklich ein toller Bauch für dich? Muss der dick und behaart sein? Muss das ein Waschbrettbauch sein bei einem Mann? Nee, also Waschbrettbauch mag ich gar nicht. Ja? Der ist mir zu muskulös. Der muss schon ein bisschen rund sein, aber nicht dick.
Also wir reden jetzt einfach von einem Männerbauch, ne? Ja. Ja. Und bei Frauen... Also Moment. Also Männerbauch, ja. Ein bisschen rund schon. Ja. Nicht wirklich dick. Nein. Ein bisschen angerundet. Ja. Aber behaart oder nicht behaart? Da kommt es eigentlich auf die Bauchform an. Ja. Also, wenn er zu rund ist, dann finde ich, tut das Behaarte das ein bisschen wegmachen, dieses Runde. Ja. Also, da gefällt es mir auch, wenn er behaart ist. Gut. So, jetzt ein Frauenbauch. Was ist für dich der optimale Frauenbauch? Der muss schön aussehen. Ja, du, das ist mir klar. Ist ja schön. Was ist denn schön? Ja. Schlank. Schlank. Aber nicht zu schlank. Ja. Und, eine leichte Rundung auch. Ja, nicht zu stark, das gefällt mir nicht. Ja. Also leicht auf jeden Fall. Ja. Ja. Und, Und hat der Bauchnabel zum Beispiel, muss ja auch besonders geformt sein? Das ist ja mittlerweile ein großes Thema. Der Bauchnabel, da ist zwar auch wichtig, aber das ist nicht das Wichtigste. Ja. Was ich schön finde, wenn die Frauen Muttermale auf dem Bauch haben. Wenn die Muttermale auf dem Bauch haben? Ja. Ach so. Mhm. So, jetzt hast du... Ich meine, das kannst du ja natürlich nicht erahnen, wenn du jemanden auf der Straße angezogen siehst. Das mutmaßst du dann so, wenn du die Leute fragst. Der könnte einen schönen Bauch haben. Ja, dann frage ich die Leute manchmal auf der Straße, ob sie mir den mal zeigen können. Das ist ja verrückt. Das ist ja verrückt. Wobei, so im Sommer und bei der Mode, bei den Mädels, kann man das da sich schon angucken, ne? Wenn die so hohe Sachen tragen, wo man den Bauch halt sieht. Ja. So, wie geht das denn dann weiter bei der Fotosession? Müssen die Menschen sich ganz nackt ausziehen oder reicht es aus, wenn sie nur den Oberkörper frei machen? Also, mir ist es lieber, wenn der komplette Oberkörper frei ist, aber das können die selber entscheiden. Achso, der Unterkörper, also ein Höschen kann man anbehalten. Gut, das können die Leute selber entscheiden. Ja. Mhm. Also da ist kein Zwang irgendwie. Ja. So, jetzt machst du ein Foto oder mehrere Fotos von dem Bauch. Ja. Wie viel? Das kommt auf den Bauch an. Also ich mache 1 bis 2 Ganzkörperfotos und dann nochmal so 10 Fotos vom Bauch. Ja. So von der Seite, von vorne. Ja, und dann können die Leute in der Regel nach Hause gehen. Ja gut, es kam jetzt bis 1-2 Mal schon zum Sex mit den... Ich habe es mir doch gedacht, dass da schon wieder irgendwas anders im Hintergrund ist. Das ist nicht nur der reine ästhetische Spaß am Bauch. Das ist deine Anmachtour, oder? Das nicht, aber mich erregt der Bauch einfach. Ja. Männer und Frauenbäuche gleichermaßen? Ja. Aha, das heißt, du bist... Mit Männern kam es nicht zu sexuellen Handlungen. Ja, aber mit den Frauen dann schon? Ja. Ja. Also, letztendlich geht es gar nicht so um die Fotografie, sondern es geht darum, dass du über die Fotografie vielleicht den Bauch auch irgendwie begrabbeln kannst. Also, ein Bauch tue ich auf jeden Fall bei den meisten anfassen. Ja. Und, ich schaue mir manchmal auch mit meiner Freundin, also meine Freundin ist auch begeistert von den Bäuchen. Ja. Die ich so fotografiere. Also kann man sagen, dass du wirklich ein Bauchfetischist bist, ne? Ja. Also wenn dich etwas wirklich erregt bei einem Menschen... Ist der Bauch. Ist der Bauch. Ja. Also und mehr als Brüste bei Frauen oder Augen oder Po oder weiß ich was. Der Bauch muss einfach stimmen. Genau. Ah ja. Ja. Und wenn du die Fotos gemacht hast, sind das dann auch hinterher Vorlagen für dich zum Onanieren? Auch. Und ich und meine Freundin tun ja auch manchmal beim Sex mitnehmen. Wir schauen uns die Fotos an, dann kommt es schon zum Sex manchmal. Achso, weil die Freundin, hast du gerade so am Rande erwähnt, diese Leidenschaft mit dir teilt. Ja. Ja. Die macht zwar nicht selber Fotos, aber sie teilt sie. Ja. Ich finde das immer noch ein bisschen skurril, dass du Leute auf der Straße ansprichst. Und dass das dann doch ab und zu funktioniert. Wie hoch ist denn so die Trefferquote? Wenn ich so in der Innenstadt bin, ungefähr 20 Leute am Tag ansprechen, da ist es schon gut, wenn 1 bis 2 da mitmachen. Ja, das finde ich dann aber auch. Ne? Aber das machst du nicht jeden Tag, so viel sprichst du nicht jeden Tag an. Nee. Nein, ich habe ja auch Arbeit. Ja. Was arbeitest du? Bürokaufmann. Büro. Und da weiß es keiner. Streng geheim. Also den Chef hast du noch nicht gefragt, kann ich mal ihren Bauch fotografieren? Nein. Oder die Chefsekretärin oder sowas? Auch nicht. Wie sieht das denn mit deinem Bauch aus? Beschreib uns den mal. Gut, ich habe zwar keinen Waschbrettbauch, bin aber trotzdem recht dünn und bin mit meinem Bauch zufrieden. Gut, das heißt, du würdest dich auch gerne fotografieren? Das habe ich schon gemacht. Ach, hast du schon gemacht? Ich habe von meiner Freundin Bauch fotografiert und sie meinen, ja. Und die gefallen euch dann gegenseitig gut, die Bäuche? Ja. Also, das war jetzt ein klassischer Bauchfetischist. Ich wusste auch nicht, dass es so etwas gibt, aber man lernt ja nie aus. Ja. Schön, dass du angerufen hast, René. Gut.
Okay, und nochmal ein Lob an deine Sendung. Dankeschön, René. Okay. Tschüss. Tschüss. Also ja, das ist unser Thema, Geschichten rund um den Bauch. Wenn ihr mir etwas erzählen wollt über euren Bauch, über vielleicht eine bestimmte Krankheit, die sich im Bauchraum abspielt, vielleicht über Blähungen, die im Raum, im Bauchraum stattfinden, oder vielleicht über eine missglückte Schönheitsoperation oder über irgendwelche sexuellen Aspekte, wie wir es gerade gehört haben, über Schwangerschaften, über vielleicht ein Heer von Schmetterlingen, die in eurem Bauch zurzeit wüten, aus welchen Gründen auch immer. Also wenn ihr mir etwas erzählen wollt dazu, dann ruft an, Telefonnummer 0800 220 50 50 oder ihr könnt auch mailen unter domian@wdr.de. Elke, 49 Jahre alt, guten Morgen. Ja, hier bin ich. Da bist du, das ist schön, Elke. Warum hast du zu dem Thema angerufen? Was ist da los mit deinem Bauch? Ich habe ein Lymphödem im Bauch. Ein Lymphödem? Ja. Erklär's mal. Das ist so eine Ansammlung von Eiweiß und Blut. Ja. Und das ist also riesengroß jetzt. Wie groß? 50 Kilo. 50 Kilo? Ja, das geht also... 50 Kilo ist dieses Ödem in deinem Bauch? Im Bauch. Das heißt, du musst einen riesengroßen Bauchumfang haben. Bist du sonst auch korpulent? Ja, dick war ich immer, also korpulent. Ja. Aber ich war nie so, dass ich so einen riesengroßen Bauch hatte. Und in den Beinen habe ich es jetzt auch schon langsam. Ja. Und in den Armen kommt es auch. Aber hauptsächlich der Bauch. Aber 50 Kilo, das ist ja unglaublich. Ein Ödem. Ja. Was, das ist so eine Ansammlung von Eiweiß und Blut. Ja. Wie hat man sich das vorzustellen? Ist das in so einer Art Blase? Oder? Ja, das hängt jetzt unten in dem Bauch drin und ist ganz hart. Und manchmal ist es auch entzündet. Und kann man das nicht rausoperieren? Nein, das kann man nicht operieren. Das wird durch Lymphdrainage rausgemacht. Da muss ich dann also einmal in die 1 Krankenhaus. Das Krankenhaus ist im Schwarzwald. Was heißt denn genau? Wie macht man das denn mit Lymphdrainage raus? Das ist so eine Art Massage. Ach so, dann wird das quasi so rausgepresst, richtig, rausgedrückt. Richtig rausgewalkt. Aber dann muss es, wo wird es denn hingewalzt? Da muss da irgendeine Öffnung sein. Nein, das kommt dann, das geht dann ins Blut und wird dann durch den Urin ausgeschieden. Ach. Und da gehe ich also jeden Tag hin, das ist eine Stunde lang. Und das funktioniert? Ja, es wird wo ich hier hingehe, das wird nur aufgehalten zu Hause rum. Mhm. Also es geht nur im Krankenhaus, die können das machen, dass es auch rausgeht. Aber weil das intensiver geht. Da geht es im Krankenhaus. Ja. Das kann man sich gar nicht vorstellen, dass so ein Riesending von 50 Kilo, 50 Kilo, dass man das dann wegmassiert und dass sich das über das Blut und Urin dann nach außen... Ja, ich war jetzt zweimal im Krankenhaus, wie vorher haben sie mir 15 Kilo aus den Beinen und aus dem Bauch rausgeholt. Mhm. Und dieses Jahr 18 Kilo. Wie lange plagt dich diese Erkrankung schon? 2 Jahre. Erst 2 Jahre? Ja, das kann schon länger sein, aber ich hatte meinen Mann im Pflegeheim und habe in der Zeit nicht auf mich geachtet. Ja. Bin jeden Tag in das Heim, war da also den halben Tag, ein paar Stunden und habe dann also gar nicht mehr geguckt, was mit mir los ist. Ja. Weil man ja dann nur so einen Gedanken hat. Ja. Und dann bin ich zum Doktor wohl und der sagte, ja, Sie werden ja immer dicker, Sie essen bestimmt viel zu viel. Mhm. Und ich esse bestimmt nicht so viel, weil ich auch Diabetikerin bin und mich ja dran halte. Ja. Ist klar, dann kann man ja nicht mehr zu viel essen. Mhm. Und alle denken dann nur, oh, guck mal, da kommt die Dicke, die frisst den ganzen Tag nur noch. Ach so, und so ist man dann darauf gekommen, was du für eine Erkrankung hast. Ja, ich bin dann auch schon zur Lymphdrainage gegangen, weil ich dann auch an den Beinen das hatte. Und die haben mich dann zum Spezialisten nach Essen geschickt. Mhm. Und der hat dann das gesagt, dass das ist. Ich wusste es vorher nicht. Ich wusste auch kein anderer Arzt, keiner im Krankenhaus, niemand. Was kann denn mit dieser Krankheit Schlimmes noch weiter passieren? Ja, dass es zum Wasser in die Lunge kommt, also Flüssigkeit in die Lunge und dass ich dann quasi ertrinke. Ja, also es ist durchaus, kann man sagen, eine lebensbedrohende Erkrankung. Ja, im Moment bin ich wohl so noch, ich kann noch ein paar Schritte laufen. Ja. Ich habe auch so einen Gehwagen. Ja. Ich komme also bis zum Auto und kann... Mit Mühe und Not ins Auto rein. Und man kann also mit Medikamenten nichts machen? Nein. Das Einzige, was man tun kann, sind diese Drainagen. Ja. Mhm. Also das ist dann mit Fahrt jeden Tag 2 Stunden. Was verursacht denn diese Krankheit, weißt du das? Nee, das weiß ich nicht. Wo es herkommt, weiß ich nicht. Weißt du nicht. Mhm. Das kann durch Operationen kommen, dass die Lymphbahnen durchtrennt werden. War das denn bei dir so? Ja, ich habe eine Bauchoperation, eine Gebärmutterentfernung, aber ich weiß nicht, ob es dadurch kommt. Ne? Kannst du denn die Hoffnung haben, dass es vielleicht sich irgendwann dann doch wieder reguliert nach sehr vielen Drainagen?
Oder hast du dich damit abgefunden, dass du es dein Leben lang jetzt haben wirst? Ja, ich muss mich wohl damit abfinden. Abfinden kann man nicht, dass man die Leute angucken und blöd anlabern. Ja. Und uns vielleicht sagen, wenn ich so aussehen würde wie du, würde ich ja an Baum fahren oder an Betonpfeiler. Das sagen die Leute? Das sagen die Leute. Ja. Und das macht er natürlich dann auch fertig in dem Moment. Natürlich, natürlich. Und du hältst Diät. Du isst sogar sehr wenig, weniger als normale Leute. Weniger als mein ganzes Zuhause hier, meine Leute, die ich zu Hause habe. Macht das, verursacht denn dieser 50 Kilo Sack, den du da im Bauch trägst, verursacht der auch Schmerzen? Ja, sicher. Der drückt ja auch auf die Beine. Der liegt mir quasi, wenn ich sitze, auf den oberen Schenkeln, und ich kann gar nicht den ganzen Tag so sitzen mit dem ganzen Gewicht, ist ja klar, und dann liegt er jetzt auf der Couch. Ja. Und wenn ich nachts liege, kann ich auch nicht gut schlafen, ich gehe nie vor 3 Uhr, 4 Uhr ins Bett, lese dann vielleicht noch eine Stunde, stehe dann morgens um 9, 10 Uhr auf und kann natürlich nachts auch nicht gut schlafen, weil mir die Knochen wehtun durchs Gewicht. Lebst du alleine? Nein, ich habe einen Lebenspartner, meine Tochter wohnt noch bei mir und mein Vater. Oh, der Vater ist wahrscheinlich auch nicht mehr der Jüngste. Du bist 9. Der wird jetzt diesen Monat 85. Das heißt, der muss auch betreut werden? Nee, der betreut mich. Der betreut dich? Ach so. Ja. Das heißt, du kannst ja gar nicht viel machen? Nö. Du kannst im Prinzip überhaupt nichts machen mehr im Haus? Ich kann gar nichts machen. Ich kann auch noch mal eine Tasse Kaffee mehr einschütten. Warum nicht? Ja, ich habe Kreuzschmerzen durchs Laufen, weil der das Gewicht runterzieht. Ja. Ich kann noch nicht 2 Minuten stehen, da habe ich dann schon wahnsinnige Schmerzen. Aber ich bin auch nicht so ein Mensch, der dann Schmerztabletten nimmt. Ja. Ich will mich da nicht dran gewöhnen. Ja, das ist auch sehr klug, wenn man das so weit wie möglich hinausschiebt. Also du bist jetzt da in einer Gemeinschaft, in einer familiären Gemeinschaft, Gott sei Dank, dass dir da geholfen wird. Ja. Aber die Erkrankung hast du nun mal. Und unser Thema heißt Geschichten rund um den Bauch. Ja. Wenn du deinen Bauch mir jetzt beschreiben solltest, könntest du das? Ich würde sagen, der sieht aus wie so eine riesengroße Regentonne, die nur im Weg ist. Die nur im Weg ist. Ja. Zur Toilette kannst du gehen, das geht. Ich gehe auch nur nur noch ganz selten zur Toilette. Ich halte das so lange an, bis es nicht mehr geht. Ja. Auch aus Scham oder weil es so beschwerlich ist? Weil es beschwerlich ist. Ich kriege dann keine Luft und dann tut mir dann schon ein Stückchen zur Toilette weh. Ich habe jetzt keine riesengroße Wohnung, dass ich da Kilometer weit gehe. Ja. Aber das ist mir dann schon zu viel. Das Aufstehen, da tun die Knie weh. Ja, glaube ich. Ist ganz klar. Ja. Also Elke, das hört sich wirklich sehr schlimm an, was du erzählst. Und ich kann mir vorstellen, dass das ganze Leben ungeheuer verändert hat auch. Ja. Dann kann ich dir nur meine guten Wünsche sagen. Dass diese Drainagebehandlungen doch vielleicht so einen Erfolg haben, dass es sich ein bisschen nach unten fährt und du wieder ein bisschen beweglicher wirst und so weiter. Ja, ich muss ja damit arbeiten. Ich arbeite daran, dass es mir eben besser geht und dass es mir im Kopf auch nicht, dass ich ganz so runtergezogen werde. Ja, genau. Ja, ich möchte noch ein Kompliment machen. Ich finde, dass du trotz dieser Erkrankung und den ganzen Beschwernissen, die damit verbunden sind, doch noch sehr, sehr so vital wirkst. Viel Show, ja. Liebe Elke. Ich will auch nicht, dass die anderen, ich bin ja meinen Leuten zu Hause nur eine Last. Und immer, also die wollen ja nicht nur den ganzen Tag mit mir zusammenhängen und mich dann durch die Gegend kutschieren. Ich kann nicht alleine einkaufen. Ja. Ich kann gar nichts mehr. Ich kann nicht mehr in die Stadt. Ich gehe nicht mit durch die Geschäfte. Das ist für mich unmöglich. Ja. Ich kann jetzt vielleicht mal, wenn es mir ganz gut geht, in unseren Rewe-Laden gehen. Ja. Und das ist dann auch schon alles. Ja. Und dann bin ich natürlich auch nörgelig geworden. Ist ganz klar. Dann passt mir nicht, wie das gemacht wird. Ist klar. Dann bringen sie mir den verkehrten Joghurt. Ja, dann bist du sauer. Ja, das ist ja eigentlich, ich weiß, das ist blöd. Also, ich bin auf die anderen ja angewiesen. Liebe Elke, meine besten Wünsche trotz allem. Dankeschön. In der Hoffnung, dass es vielleicht doch irgendwie bergauf wieder geht. Ja, von Herzen alles Gute. Ja. Wiederhören. Wiederhören. Steffi, 51 Jahre, ist jetzt hier. Hallo. Ja, hallo, Domian. Hallo, Steffi. Geschichten rund um den Bauch, auch von dir. Ja, genau. Ich bin gespannt. Ich habe ein bisschen dicken Bauch, aber mein Mann, der hat so zugenommen. Und wenn wir dann so mit unseren Spielchen anfangen und dann schaukel ich auf den seinen Bauch rum. Ach, mit dem Sexspielchen meinst du? Ja, genau. Dann schaukelst du auf seinen Bauch rum. Mit was für Spielchen sonst, Domian? Ja, weiß ich ja gar nicht, was ihr sonst noch so macht. Weil du springst auf die Sexspielchen so gut an, weil du hast ja keinen Bauch. Ich habe keins zu Hause. Nee,
du hast nicht so einen Bauch wie meiner. Nee, habe ich nicht, das stimmt. Ja, eben. Also, er hat einen richtig dicken, runden, kugeligen Bauch. Ja, genau. Wie viel wiegt er? 120 Kilo. 120 Kilo. Ja, ist aber groß, 1,90 Meter. Ja. Aber sonst ganz dünne Beine. Ja. Aber halt der Bauch, der hängt so. Und oben auch eher dünn? Normal. Nee, der hat so eine richtige Frauenbrust. Eine richtige Frauenbrust zum Anlehnen. Wenn wir in die Sauna gehen, der hat so eine richtige Brust. Ah, ja. Sagt sie mit Strahlen in der Stimme. Ja, so. weil Domian, ich denke, ich gucke dich viel. Und du bist so ein, so ein Typ, wie ich früher mal einen Freund hatte. Ich habe auch die Bücher von dir. Aha. Und da sind so Bilder dran, die mir früher ausgesehen haben. Die ganz lieb und fein. Ja. Und wenn wir dann so spazieren gegangen sind, und dann macht es so einen Spaß, wenn man dann jemand angreift und so ein bisschen anschmiegt. Ja. Aber wenn ich bei meinem Mann mich anschmiege, ja, dann hänge ich in der Luft. Jetzt muss ich wieder mit dem Bauch Bauch schaukeln, wie du es gerade genannt hast, noch ja, ein bisschen erklären. Du steigst dann auf den Bauch? Nein, ich steig lieber nicht. Ich lege mir legen und wir machen nur noch Löffelschüsse. Ach so. Weil die anderen sagen so immer, der gibt so schöne Nummern, aber wie will man das denn machen? Also, ist das denn für dich schon durchaus auch erotisch mit dem dicken Bauch? Nein, ist nicht mehr erotisch. Ach so, ich habe jetzt gedacht, dass du drauf stehst, auf den dicken Bauch. Nein, gar nicht. Ach so. Nee, das drückt dann die ganze Luft ab. Ja. Das heißt, richtig schönen normalen Sex ist gar nicht mehr möglich? Nein, ist nicht mehr möglich. Weil da zu viel Fett aneinander drückt. Weil ja. du auch ein bisschen Bauch hast und so. Da kommt gar nicht das Wichtige zusammen, was zusammengehört. Nee. Und wenn er so vor mir steht, und dann sieht man den kleinen Schnorchel da unten gar nicht. Gar keine Luft. Also das ist ja wirklich dann auch ein Problem, wie man dann zueinander findet. Ja. Ne? Löffelchen ist ja von hinten, da hängt ja einer von hinten dran. Ja. Wie? Oder nicht direkt von hinten, sondern so zwischen die Füße durch. Wir gucken uns wohl an. Ich verstehe. Aber... Ich verstehe. Ja. Ist ein bisschen problematisch. Genau. Ja. Und dann will man den ein bisschen streicheln und will ein bisschen hoch und runter fahren am Bauch. Ja. Aber das macht, ich glaube, da spürt er auch gar nichts mehr. Dass da irgendwie so, das, wenn man so mit den Fingerglieder vorne, da hat man doch so ganz so schöne Gefühle. Ja. Aber das kann man nicht vorstellen, dass dadurch die Hautschicht, Fettschicht, ja. dass da noch sowas ja, durchkommt. Das heißt, wenn er gerade steht. Ja. Sieht er sein bestes Stück gar nicht mehr? Nee, das sieht er nicht mehr. Ja, das ja. hat sich schon versteckt. Das heißt, manchmal erzählst du ihm dann noch, wie es aussieht und wie der Zustand so ist. Wo es hinguckt, ja. Mehr auf die rechte Seite oder mehr auf die linke Seite. Kann man denn nicht etwas dagegen tun jetzt, gegen den ja. dicken Bauch? Wir müssen unbedingt abnehmen, alle beide, und mal das Bier weglassen. Ah, ihr pichelt ganz gerne mal. Ja, abends ja. mal das Bier, das ist und gut schnuckeln, gut essen. Fett und süße Sachen auch. Ja, genau. Ja, und lecker Bierchen dazu. Genau, lecker Bierchen. Und dann immer, sagt er immer, das hat mein Geld gekostet. Ja, ja. Ja und, aber das ist nur, der Bauch ist nur zum Essen, das ist auch nicht richtig. Nee, das ist auch nicht richtig. Vor allem, wenn man dann auf schönen Sex verzichten muss, genau, ne, ja. dann ist es ja auch nicht so toll. Nee, das ist nicht fein. Man kann's ja, man muss ja nicht auf alles gleich verzichten. Ja. Man kann es ja alles mal so ein bisschen runterfahren. Ne? Genau. So die Hälfte von allem reicht ja dann auch schon aus. Ja. Wie viel Bier trinkt ihr so am Abend beim Fernsehen? Ja, zwei. Zwei Flaschen? Ja, zwei Flaschen. Ja, eine Flasche tut's dann auch. Ja, genau, den ne? auch. Und ja. dann ein bisschen Wasser, ja. Besteht denn die Gefahr, dass dein Bauch demnächst auch so dick sein wird wie seine? Nein. Ich bremse immer wieder. Ja, ja. Ich bremse. Macht ihm denn der Sex noch Spaß so? Nicht mehr viel. Auch nicht mehr viel. Der hat auch Schlafapnoe mit dem Apparat, weil er eine Luftaussetzer hat. Ach so. Durch die Kilo. Und dann fällt es eh irgendwann mal auf. Ja. Ja. Und dann macht es doch nicht so Spaß. Dann würde ich euch raten, wirklich FDH, ne? Ja, genau. Wirklich FDH. Und weniger Süße. Süßes macht auch viel aus. Ah ja, aber was will man sonst noch, wenn das andere nicht mehr jeder du mal willst, Süße schluckt. Ja, das stimmt auch wieder. Man soll sich auch nicht zu sehr kasteien. Ja, man muss so von allem so ein bisschen Genuss sich gönnen. Ja. Aber eben nicht im Übermaß. Ich glaube, das ist das die Kunst, ne, von allem. Ja, das ist die Kunst. Liebe Steffi, Grüße an den dicken Ehemann. Ja, mach ich. Alles Gute euch beiden. Domian, ich wollte nur mal was fragen. Ja. Was macht denn mein Pferdchen? Dein Pferdchen? Ja. Jetzt erwischte mich. Wie du jetzt wieder guckst, ganz verlegen. Jetzt erwischte mich aber kalt. Haben sie dir nicht mal mein Pferdchen gezeigt, was ich gebastelt habe? Ein
Pferdchen und Wanders. Mit zwei Schuhspanner. Mit einem Schuhspanner habe ich dir ein Holzpferdchen geschickt, was ich gebastelt habe. Ich habe nämlich auf der linken Seite Parkinson und deswegen soll ich ein bisschen basteln, dass alles gelenkig bleibt. Meine Hände, wie lange ich die festhalten kann. Und dann habe ich so ein Pferdchen gebastelt und habe dir geschrieben, du sollst es mal da oben neben den Elch stellen. Also weißt du, der Sache gehe ich jetzt aber gleich sofort nach, ja, nach der Sendung. Sag mal, wann war das? Ich denke, dass es so vor einem Jahr war. Ja, ich gehe der Sache radikal nach gleich. Das wird aufgeklärt. Genau. Versprochen. Ja, gut. Gut. Steffi, alles Gute. Jo, tschüss. Dir auch. Und denk, wenn es schön ist, die Nummer, gell? Ja, auf jeden Fall. Weil du hast ja keinen Bauch. Genau. Tschüss. Tschüss. Telefonnummer 0800 220 5050. Geschichten rund um den Bauch. Eine Bauchgeschichte gibt es jetzt von einer jungen Frau. Die ist 21 Jahre alt und heißt Sabine. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo, Sabine. Ja, ich möchte dir was über meinen Bauch erzählen. Ja, wir sind alle ganz gespannt. Ja, also mein Bauch ist eigentlich ganz schön flach, nicht zu dick, nicht zu dünn. Ja. Ja, außer manchmal wird er so dick wie bei einer schwangeren Frau ungefähr im 7. Monat. Manchmal wird er so dick? Ja, und zwar ich habe eine Nahrungsmittelallergie. Ja. Und wenn ich mal nicht aufpasse oder mal was zu scharfes esse, ja, dann wird er allmählich immer dicker. Ach. Also im Moment bin ich ungefähr so beim 5. Monat. Ich habe heute so viel Milch getrunken. Ja. Habe ich auch einen dicken Bauch. Wie? Und dann geht das innerhalb von ein paar Stunden? Wird der Bauch dick? Ja, das hängt schon nach einer halben Stunde an. Das heißt, der bläht der Bauch sich auf? Der bläht richtig auf. Wenn man da drauf klopft, das hört sich richtig hohl an. Sind das denn da auch Blähungen? Oder ist das irgendwie eine gewebliche Reaktion? Oder ich kann es mir nicht erklären. Also ich habe dann später auch Blähungen. Ja. Meine Ärztin hat mir das so erklärt, dass mein Darm total allergisch reagiert. Also wie als wenn man gegen Salben oder so allergisch ist, wenn die Haut aufschwillt und blutig wird. Das passiert bei mir innerlich im Darm und fängt auch das Bluten an, wenn es ganz extrem ist. Oh, also ist das nicht nur eine lästige Sache, sondern auch durchaus eine gefährliche Sache? Ja, was heißt gefährlich, wenn ich mich dran halte, also nicht so viel Nüsse esse oder nicht übermäßig viel Milch trinke, wo ich weiß, wo ich darauf reagiere. Ja. Sie meinen da auch vieles muss ich selber rausfinden, das kann man gar nicht austesten. Ja, also bisher dann habe ich das im Griff. Dann hast du es im Griff. Wie oft kommt denn das vor, dass es passiert? Also die letzten 3 Monate zum Beispiel gar nicht. Mhm. Und gestern, als du in deiner Sendung das Thema Bauch erwähnt hast und auch dann Blähungen, habe ich gesagt, Mensch, das musst du nochmal erzählen. Ja, aber jetzt geht's ja gleich los bei dir, ne? Nachdem ich das nur gestern erzählt habe, hast du es heute. Ja, und heute habe ich Eis gegessen und Milchkaffee getrunken. Obwohl du es weißt. Also, obwohl ich es weiß. Ich kann nicht widerstehen. Genauso Fastfood essen. Also, und alleine. Und wenn ich da zu faul bin zum Kochen, eben Fertiggericht, da sind Gewürze drin, die ich nicht vertrage. Also es sind vielerlei Sachen, die das auslösen können. Du sagst Fastfood, Nüsse, Milch und so weiter. Ja. Da kann es passieren. Wie lange dauert das denn dann, dass der Bauch so dick ist, wie als wärst du im 7. Monat schwanger? Das ist ja wirklich dann richtig. Eine Stunde, ach so, länger nicht. Na, dann ist er richtig dick, aber dann dauert es ungefähr 5-6 Stunden, bis er wieder weg ist. Und dann, das ist dann auch wieder verbunden mit den Blähungen. Und mit den Lüften. Das merke ich eigentlich gar nicht mehr. Mhm. Wie hast du das zum ersten Mal bemerkt? Zum ersten Mal richtig drüber nachgedacht habe ich im Urlaub. Da hatte ich ein kurzes Strandkleid an und eben auch so einen dicken Bauch und mir gar nichts dabei gedacht. Dachte, Und da ist ein Kumpel reingekommen und dachte, ich habe mir ein Kissen unter das Kleid gesteckt und haut mir mit seiner Faust in den Bauch rein. Und ich so, au, au, au. Und ja, mein Gott, ich dachte, du hast ein Kissen drunter. Habe ich gesagt, nee, das ist mein Bauch. Und dann meinte, Mensch, was hast du denn? Ja, der ist aber auch drauf. Du hättest ja schwanger sein können. Nein, der kannte dich. Noch ein paar Stunden vorher ach so. Gesehen, da war nichts. Ah ja, dann verstehe ich das, ja. Wie alt warst du da? Nur so. Wann war das? Da war ich 18. 18. So, das heißt, außer aufpassen kann man da auch nichts machen. Da gibt es keine Medikamente oder? Es gibt schon Medikamente, aber die verhindern nur, dass es zu doll reagiert. Also da gibt es diese Zyrtec, das sind diese normalen Allergietabletten, die zum Heuschnupfen auch. Genau, ja. Hm. Und für den Darm gibt es da auch was, aber die helfen nicht sonderlich viel und die müsste ich jeden Tag einnehmen. Also, du musst einfach nur diszipliniert sein und kein Eis schlecken. Genau. Ne? Keine Sandwiches und Hamburger und sowas essen. Ja.
Schön Obst, Gemüse, alle gesunden Sachen. Nee, also nee, alle gesunden Sachen auch nicht. Nee, nee, nee. Pflaumen, Erbsen, Blät, alles. Ich mag es. So einfach ist die Welt dann auch wieder nicht. Also, das war unsere Sabine, die eigentlich einen sehr schönen, flachen Bauch hat, aber ab und zu bläht er sich mal auf, aufgrund einer allergischen Reaktion. So war es, ne? Ja. Sabine, hoffentlich hast du jetzt demnächst wieder lange Ruhe damit. Wünsche ich dir. Ich hoffe. Tschüss. Der Sommer ist auch vorbei. Tschüss. Tschüss. Rebecca, 19 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Rebecca. Ich möchte mit dir darüber reden, dass ich an der Dialyse bin und einen Katheter im Bauch habe. Oh, du Arme. Ja. Du Arme. Das heißt, du hast kranke Nieren oder keine Nieren? Oder eine Niere? Doch, ich habe schon beide Nieren, nur die funktionieren nicht mehr. Also nur noch vielleicht 5% oder so. Nur 5% noch? Ja. Mhm. Wie lange bist du schon nierenkrank? Nierenkrank, das wurde festgestellt mit 8, aber das war wohl schon immer, also das ist wohl angeboren. Und Dialyse jetzt, wie lange läuft das schon? Das ist seit einem Jahr. Ja, und was ist jetzt mit dem Schlauch, was du gerade gesagt hast? Ja, da kommt, also bei Hämodialyse ist ja mit Blut und dabei ist es eben mit einer Flüssigkeit, die ich 4-mal am Tag da rein geben muss, machen muss. Ja, so was Ähnliches habe ich gerade am Anfang der Sendung schon gehört, als wir im Radio angefangen haben. Das heißt, du hast aus dem Bauch von heraushängen einen Schlauch. Genau. Nur da ist eben immer ein Pflaster drüber. Mhm. Also da hängt zwar noch trotzdem was runter, aber da stecke ich mir dann in eine Hosentasche oder in die Hose so rein. Und was genau, beschreib es doch mal, was genau passiert dann alle 4 Stunden? Ja, nicht alle 4 Stunden, 4-mal am Tag. 4-mal am Tag, genau. Mhm. Dann, ich habe ja immer 1,5 Liter Wasser im Bauch. Ja. Und dann am Anfang der Dialyse, dann bei dem Wechsel, muss ich das eben rauslassen. Mhm. Das geht dann raus und dann wieder ein neues rein. Ja. Und das zieht also auch Wasser raus, weil ich gehe fast gar nicht mehr auf Toilette, also so, wenig. Das heißt, das müssen wir mal klären. Ja. Dialyse denken die meisten Menschen immer, dass die Leute an ein Gerät kommen. Ja, genau. Das ist aber jetzt in deinem Fall nicht so. Nein, weil das ist Bauchfelldialyse, das ist keine Hämodialyse. Ja, siehst du, das sind so Spezialsachen, genau. Das wissen die Leute nicht. Genau. Das heißt, 4-mal am Tag, musst du diese Prozedur machen. Genau, aber es dauert nicht ganz so lange, also so 20 Minuten, eine halbe Stunde. Na, immerhin. Ja, gut, aber ich habe es jetzt ganz gut in den Alltag integriert. Erklär's mir doch nochmal genauer. Du lässt aus diesem Schlauch, aus dem Bauchraum dann das Wasser rauslaufen. Ja, in einem Beutel. In einen Beutel. Genau. Und dann? Dann wechsle ich sozusagen, es ist so ein System und dann wird das irgendwie so gewechselt und dann kommt eben der volle Beutel, wird dann hochgehangen. Ja. Und das wird dann, kommt dann in den Bauch wieder rein. Ach, dann läuft das dann, genau. Dann wieder rein. Mhm. Ja. Und das ist dann eben so lange da drin bis zum nächsten Wechsel. Das ist ja nun für ein junges Mädel von 19 Jahren schon eine große Beschwernis. Ja, schon. Das heißt, du kannst ja eigentlich so ein normales Leben kaum führen, oder? Doch. 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 Also ich gehe auch zur Schule. Ja. Das klappt eigentlich ganz gut. Ich mache also vor der Schule einen Wechsel, nach der Schule. Ja. Und dann eben abends, und ich gehe eh mal spät ins Bett, dann eben spät. Ja. Weil ich bin ja jetzt auch noch auf. Ist denn deine große Hoffnung, dass du irgendwann mal dass du transplantiert wirst, dass du eine neue Niere oder neue Nieren bekommst? Ja, also auf der Liste stehe ich ja schon seit einem Jahr. Für 2 Nieren oder erstmal für eine? Nein, für eine. Für eine. Die kommt ja dann vorne in den Bauch rein. Die kommt ja nicht hinten rein und wird ausgetauscht, sondern kommt vorne rechts in den Bauch. Ach. Ja. Ich dachte, die alte Niere wird rausgeschnitten. Nee, nee. Und an der Stelle kommt die neue rein. Ja, das denken alle, ne? Ja. Nee, nee, aber die kommt vorne rein, also denkt man gar nicht. Ist denn noch Platz für eine Niere? Ja, ja. Ja. Der Katheter kommt ja dann wieder raus. Das heißt, man hat dann, du hättest dann die beiden alten Nieren, die nur auf Sparflamme arbeiten. Ja. Und dann vorne die neue, und die würde dann das alles auffangen, was die anderen nicht schaffen. Genau. Ja. Ist das eine große Sehnsucht für dich, dass du sagst, wär's doch endlich mal so weit, dass ich die Operation bekomme? Schon, aber ich habe auch Angst vor den Schmerzen, also schon, vor den Wundschmerzen, ne? Weil das wird ja auch eine Narbe dann wieder geben, ist natürlich auch nicht so schön. Wie ist denn da, du wirst ja sehr gut informiert sein, du wirst dich mit den Ärzten unterhalten haben. Wenn es denn dann so mal kommt, dann kannst du relativ normal leben. Du musst wahrscheinlich nur Tabletten nehmen. Aber sonst, ja. Aber das müsste ja schon doch eine irre Erleichterung so in deiner Vorstellung sein, ne? Ja, klar. Weil mit Schwimmen gehen ist ja gar nichts. Urlaub fahren ist kompliziert, oder? Ja, müsste ich alles mir dahin liefern lassen oder mitnehmen, klar. Und duschen ist auch immer so blöd. Da muss ich mich immer beeilen, weil ich habe immer Angst, dass da Wasser dran kommt. Wie ist das denn, Stichwort Freunde?
Ja, also, ich hatte einen, der hatte, den hatte ich auch schon davor kennengelernt und der hat das sozusagen mitgekriegt, dass ich dann den Katheter gekriegt habe und den hat das also auch nicht gestört. Aber ich denke auch mal, weil er mich eben vorher schon. Ja, und für dich war das, hast du da keine Hemmung gehabt? Zum Beispiel, wenn ihr Sex miteinander hattet und du hast den Schlauch da raushängen, war kein Problem. Nee, also dann nicht, weil ich kannte den ja schon so lange deswegen. Rebecca. Nee. Unsere Sendung ist gleich vorbei. Ja. Schön, dass du noch rangekommen bist. Ja. Ich drücke dir die Daumen, dass das klappt mit dem Transplantieren bald. Danke. Mensch, das würde ich ja wirklich wünschen. Ja, alles ich Gute, hoffe es auch. Alles Gute von Herzen. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. In der Technik, Gudrunhausen. Morgen sind wir wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen mit der freien Themennacht. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder ihr könnt faxen oder eben auch mailen unter domian@wdr.de. Schöne Nacht, gute Nacht, bye bye.